Ignoriere das, die Haare sind mir zu lang, fallen mir ins Auge. Ja, muss ja Was ist nicht immer ein sein. Versprechungsring? Versprechungsring. Wieso kommt meine Freundin gerade darauf, einen Versprechungsring von mir zu bekommen? Kannst du nicht darauf warten, dass vielleicht irgendwann mir jemand sagt, hey, yo, du solltest ihr einen Antrag machen und dann kriegst du einen Nein, Verlobungsring? weil du hast gerade zu mir gesagt, ich bin die beste Frau der Welt und ich habe einen Ring verdient. Also, let's go. Kriegst einen Zwiebelring. Ich nehme da lieber einen Nasenring. Was mit dem Penisring? Wenn du den hast? Ne, du? Ich glaube, mein Penis ist zu klein dafür. Wir haben den gleich großen Penis. Ja, merkst du was? Eigentlich nicht mehr. Nee, seitdem. Ich auch nicht. Können wir mal ganz kurz darüber sprechen, was ein Versprechungsring ist? Das ist ein Versprechen, dass du mir bald einen Verlobungsring Gibt gibst. es wirklich Menschen da draußen in eurem Freundeskreis oder hast du deinem Partner oder deiner Partnerin einen Versprechungsring schon gegeben? Also gibt es wirklich sowas? Ich habe bis dato noch nie davon gehört. Also ich meine, es ist jetzt nicht böse. Ich weiß nicht, was ein Versprechungsring ist. Ich auch nicht, aber dann habe ich Selling Sunset geguckt und da hat sie einen Versprechungsring gekriegt. Und dann habe ich gesagt, ich möchte auch einen Versprechungsring. Selling Sunset war quasi unser Ding. Als wir krank waren. Als wir gemeinsam krank waren, haben wir uns Sailing Sunset reingezogen und bei der letzten Staffel Hat sie wurde einen einfach, Versprechungsring hat bekommen? eine von diesen Immobilienmaklerinnen einen Versprechungsring bekommen. Und seitdem will Laura einen Versprechungsring. Ja, yeah. Und du willst mir auch einen schenken. Was ist ein Versprechungsring? Bitte kommentiert's, danke.